Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute hier in dem Video zeigen, wie man Schnittsellerie richtig ernten kann. Ihr könnt hier meinen Schnittsellerie sehen, der ist schon schön groß und buschig gewachsen. Wir haben jetzt Mitte Mai und da kann man schon mal beherzt zur Schere oder zum Messer greifen. Wichtig, das Werkzeug sollte auf jeden Fall sauber sein, damit ihr euch keine Schädlinge oder Krankheiten einfängt, also mehr Krankheiten, Pilze etc. Gerade wenn man mit der Schere oder dem Werkzeug an anderen Pflanzen rumgeschnitten hat, kann sich das schnell hier auf den Schnittsellerie auch übertragen. Der beste Zeitpunkt ist, denke ich, am Vormittag. Nehmt vielleicht einen Tag, der nicht so vollsonnig ist, wo es nicht so richtig heiß ist, wo es so wie heute ist. Trocken sollte es aber sein. Der Morgentau sollte abgetrocknet sein an den Schnittsellerie und dann kann man beherzt zur Schere greifen. Man kann einen entscheidenden Fehler beim Rückschnitt oder bei der Ernte machen, nämlich wenn man die Schere oder das Messer falsch ansetzt. Dann schneidet man nämlich den Sellerie, den Schnittsellerie so ab, dass er nicht mehr neu austreiben kann. Damit euch das nicht passiert, möchte ich euch jetzt zeigen, wie ihr den richtig schneidet. Bevor ich das mache, habe ich ein kleines Anliegen in eigener Sache. Und zwar erfreulicherweise erreiche ich wirklich sehr viele Zuschauer mit meinen Videos, aber leider nur 3% der Zuschauer oder 2-3% sogar nur der Zuschauer, die regelmäßig meine Videos sehen, haben auch hier meinen YouTube-Kanal abonniert. Deshalb meine Bitte einfach an euch. Abonniert gerne meinen YouTube-Kanal, das Ganze ist kostenlos. Mir hilft es wirklich sehr, sehr weiter hier auf YouTube, auch weiterhin für euch kostenlos diese Videos zu machen. Und außerdem freue ich mich natürlich auch über jeden Zuschauer, der neu dazugekommen ist. Und natürlich auch über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt oder geholfen hat, freue ich mich auch wahnsinnig. Jetzt geht es aber zum Rückschnitt. Jetzt zeige ich euch, wie man den Schnittsellerie richtig erntet. Häufig wird einfach mit dem Messer hier unten alles abgekappt und also relativ bodennah. Und dann war es das. Dann treibt nämlich der Schnittsellerie ja fast gar nicht mehr aus. Er hat es dann wirklich sehr, sehr schwer. Deshalb muss man bei dem Schnitt ein bisschen aufpassen. Übrigens, die Haupterntezeit ist eigentlich eher so im Juli. Da sind die, wenn man ihn gerade vor allem frisch ausgesät hat, dann erntereif. Meiner ist jetzt schon im zweiten Jahr, also er ist jetzt schon ein Jahr durch und ist gut durch den Winter gekommen, wie man sehen kann. Es ist wirklich eine schöne, kräftige, buschige Pflanze. Aber was kann man jetzt falsch machen? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mit meiner Schere hier unten ansetze, dann wäre das eher kontraproduktiv. Ich würde jetzt der Pflanze hier zum Beispiel die Möglichkeit nehmen, dass dieser Trieb sich weiter ausbilden kann oder auch Triebe, die weiter oben hier sind. Deshalb schneidet immer nur solche Seitentriebe ab. Lasst das Herz der Pflanze oder des Triebes stehen. Zum Beispiel hier kann man wunderbar einmal so ein Stängchen von einem Sellerie einmal rausnehmen und so könnt ihr das nach und nach immer abernten. Man kann sicherlich jetzt auch mal einfach hier direkt rangehen und kann auch hier so einen Seitentrieb rausnehmen. Passt ein bisschen auf, dass er die jungen Triebe, die jetzt hier an der Seite neu nachwachsen, dann nicht kaputt macht. Und dann kann man das wirklich so schön nach und nach alles rausschneiden und weiterverarbeiten. Wer sein Schnittsellerie so aberntet, hat lange was davon und kann auch wirklich immer wieder durchernten bis in den Winter hinein. Und ja, achtet halt einfach darauf, dass ihr das Herz der Pflanze nicht kaputt macht. Dann treibt es wirklich immer wunderschön und buschig wieder aus. Man hat allein durch so eine Pflanze schon ja im Prinzip mehr, als man selber verbrauchen kann. Entweder friere ich es jetzt ein oder ich kann es trocknen oder auch einlegen. Das sind immer so die unterschiedlichen Sachen. Natürlich kann man es auch gleich verarbeiten. Aber ja, so viel wieder abzuernten, das brauche ich aktuell gerade gar nicht. Von daher reicht in der Regel ein Busch aus. Auch übrigens, wenn man es roh verzehrt, jetzt einfach mal so ein Blatt abpflücken, in den Mund stecken, schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne meinen Kanal. Das Ganze ist, wie gesagt, auch kostenlos. Und wir sehen uns dann auch im nächsten Video wieder. Bis dann.